Ey, Leute, was geht ab, meine Freunde? Alles fit? Wir gucken heute diese Wattpad-Story an. Ich habe gehört, irgendwelche komischen Stories, Geschichten werden da geschrieben. Ich habe ein bisschen was reingeschaut gehabt, aber nicht ganz. Wir gucken heute zusammen rein. Wir machen heute ABC-Lesen mit Kali. Ihr seid dabei. Bei der Wattpad-Story geht es um den lieben Kali und er hat gesagt, falls die Geschichte der Realität entsprechen könnte, wird er zugeben, dass es so ist. Also so ein paar Sachen vielleicht, weil ich hab was gelesen, das war, Bruder, chill mal, hör auf mit sowas, Bruder, was ist das? Nein, Leute, das war, stimmt nicht. Ich gehe aber bestimmt auf was ein und so, wenn ich selber schock, Bruder, so. Oha, Bruder, jetzt denken die, ey, ich bin denn hier eng, was, Bruder? Ben, was stimmt, wie der Böse geworden ist. Ich bin mal rot geworden, kurz und so. Ja, komm, let's go. Kurdin aus Türkei und Marokkanerin mit grünen Augen und vollen Lippen. Ein Mädchen, was in einem Block lebt, wo viel mit Drogen, Polizei gehandelt wird, Typen nur das Warum kommt eine sowas bei wollen Kali direkt? oder einfach dreckig sind. Ihr bester Freund war Kenan, da Kenan nicht wie die anderen dort war. Er hatte noch Humor und wollte nicht nur das eine. Selbst hatte mit keinen anderen Leuten dort zu tun. Sie lebte alleine. Also ist es meine Sicht jetzt, die Mädchensicht? Wallah, keine Ahnung, Bruder. Oder egal. Ich lese genauso wie du das erste Mal. Okay, DN. Kenan, Wallah, miese Langeweile hier, lass was machen. Kenan sagt, bin hinten am Platz mit den Jungs, komm. Komm einfach. Ja, tamam, zieh mich um und komme. Tamam. Ich zog mir einen Jogger an, meine Haare waren bereits glatt. Eva. Ich kämmte die einfach, schminkte mich und ging Nein. hinten zum Platz, wo Bänke waren. Das bist du doch nicht. Oh, DN ist das oh, oh. Mädchen. Er gab mir die Hand. Was geht ab, sagt Kenan? Nix bei dir, auch nix. Ah, Skandal ist da. Kenan, Bruder, willst du uns dich vorstellen? Kenan sagt, also, das sind Azu, Shabab, Hasuna und Kali. Azu, Shabab, Hasuna und Kali, tamam. Kenan noch nie erwähnt, dass du so eine krasse Kachel. Stell dir vor! Ey, Walla, wie geht das direkt los? Das habe ich ja gar nicht Stell dir mitbekommen. vor! Du hast eine normale Freundin, die muss schon mal deine Perle sein. Du nimmst die mit, auf einmal sagt dein Bruder, Bruder, ich wusste, dass das so ein krasser Kachel ist. Oder guck mal, der nächste Satz. Abo, noch nie erwähnt, dass du ein krasser Kachel hast. Wie viel willst du? Glaube ich nicht. Wie redest du? Ich bin keine Kachel oder so, die nur zum da ist, Bastard. So hübsch, aber Distanz. so eine. Oh, sorry. So hübsch, aber so eine große Fresse. Tz, Eier lecken. Kenan sagt, rede nicht so mit ihr, Bruder, sie ist nicht so eine. Hasuna sagt, ich sag ja nix. Ich rollte meine Augen. Ich sage Kenan, ich gehe kein Bock mehr, yalla. Paar pfiffen mir noch hinterher, doch ich zeigte einfach Mittelfinger und ging. Shabab sagt, die war anders krass. Hasuna sagt, ja, wallah. Azu sagt, unnormal. Sie würde niemanden von euch nehmen, wenn ihr macht euch keine unnötigen Hoffnungen. Kali zog einfach genüsslich an seiner Kippe. Ewa. Azu sagt, Kali, heute so ruhig, wie kommt's? Ich zuckte mit meinen Schultern. Bin müde, Gova, das war meine letzte Kippe, ja? Wallah, wir haben auch keine mehr. Wir dachten, du hättest. Sage ich, die chillt noch bis 2 Uhr da. Bei mir. Ich konnte nicht schlafen, ging runter vor die Tür vor dem Hochhaus, wo ich lebte, holte mir eine Kippe raus und zog raus und rauchte die. Ich sah einer von Kennern seinen Freunden auf mich zulief. Irgendjemand sagt, bist doch diese eine von vorhin. Ja, was los? Hast du eine Kippe für mich? Ich gab ihn, er lächelte direkt. Dankeschön, er zündete sie von mir an. Kali, er ging und zwinkerte mir zu. Ewa, Riss! Der Riss! Yeah! Ich ging wieder hoch zu mir nach Hause, schließ mir Wasser in die Badewanne ein, zog mich aus. Oh. Hey. Genau als ich rein wollte, bekam ich einen Anruf von Kennern. Was los? Shabab, Kali und ich haben ein paar Probleme. Was für Probleme? Rede weiter. Dürfen wir vorbeikommen? Tamam, kommt. Ich ließ das Wasser wieder raus und zog mich wieder an. Keine 5 Minuten klingelten die. Ich öffnete die Tür. Kommt rein. Alle kamen rein, saßen sich auf die Couch. Erzählt, was habt ihr für Probleme? Kali, zeig, yalla. Er schüttelte seinen Kopf. Zeig was? Seine Brust, Mann. Was ist da? Wir haben uns gehauen halt mit so Typen. Der eine hat Messer gezogen, richtig tief in Kali seine Brust reingeritzt. Fuck. Was laberst du? Walla. Kali, komm mit Bart. Ich ging vor, er kam nach. Darf ich? Kali nickte einfach. P. Ich machte seinen Trainingsanzug auf. Wo sein T-Shirt war, er hatte voll mit Blut. Ich machte sein T-Shirt vorsichtig hoch. Anik, das tut doch weh. Egal. Was für egal. Stell dir mal vor, er wäre zu tief reingegangen. Passiert. Bruder, zum Beispiel so. Das wäre eine Antwort, was von mir zum Beispiel kommt.
Ja. Wo ich mir denke, okay, krass. Ich nahm Desinfektionsmittel, tut jetzt ein bisschen weh haben, tut mir jetzt schon leid. Ich tupfte es mit einem Wattepad an seine Brust. Er zischte kurz. So, warte. Guck mal, dann habt ihr euch da verarztet und so. Aber wir wollen ja natürlich die Story hören, wie es zu der Frau kommt. So, wir wollen ja nicht diese Blockfilme da, weil sonst zieht sich das. Okay, ich verstehe schon. Am nächsten Morgen stand ich um 14 Uhr auf und bekam eine Nachricht von einer Nummer, die ich noch nicht eingespeichert hatte. Ich hol dich um 16 Uhr ab. Ich lächelte, wusste direkt, es war Kali. Wohin gehen wir? Auf spontan, wir gucken, was sich ergibt. Tamam, Chatende, ich rief drei Kennern an. Kennern! Was los? Komm sofort vorbei, Notfall. Er legte auf, nach 2 Minuten klingelt es an der Tür. Oha, wie schnell, du meinst Notfall, Lan? Ich zog ihn rein in mein Zimmer, du musst mir bei meinem Outfit helfen. Das ist dein Notfall? Hä, ja? Ach so, stimmt, muss richtig wow aussehen. Wir Kali, hä? Für Kali und so, gell? So ist ihr Outfit, zeig mal kurz. Und so, da habe ich mich kaputt gelacht, weil da hat die immer so Bilder, haben die Bilder reingemacht und dann einfach so, mein Outfit. So, dein Outfit, sieht das echt gut aus? Ja, Junge, ja, soll ich meine Haare machen? Glätte, die steht dir. Und Schminke, mach nicht zu viel Haare glatt und nicht zu viel Tarn. Ich glättete meine Haare und schminkte mich. Und? Walla, sieht gut aus. Oh, wie nett du bist, dankeschön. Ja, bitteschön. Ich mach da eine Insta-Story. Jalla, ich gehe jetzt, Kali kommt gleich bestimmt. Oh mein Gott, wie er kommt gleich. Weißt du, was ich merke? Kenan ist einfach dickste Friend, so, ne? Ja, der ist Ibre einfach. Oh, der ist einfach richtig gefangen, Bruder, der kommt nie wieder raus. Wir haben Viertel vor. Was laberst du, Anik? Wie aufgeregt du bist, hahaha. Lach ich? Ich lach aber, Jalla, tschüss. Viel Spaß dir und Kali. Er grinste. Oft geh du, machst mich noch nervöser. Dabei schloss ich die Tür. Chat, Kali, komm raus. Tamam, komme. Chat, Ende. Ich sprühte mir noch schnell Parfüm drauf und ging raus. Sag Kali mit seinem Okay, das stimmt schon mal nicht. Warte. Ich bin immer noch verlorene Seele, ich hab keine Karre. Wir fuhren an den Strand, ich zog mein Kleid aus. Anik, man sieht ja alles. Das nennt man Bikini. Mhm. Ich legte mich auf eine Liege und sonnte mich. Kali packte mich über seine Schulter, rannte mit mir ins Wasser. Kali, lass los, schwimm mich sonnen, bitte lass mich runter, ich schluck auf seinen Rücken. Okay, du wolltest das loslassen und schmiss mich ins Wasser. Oh mein Gott, doch nicht ins Wasser, Mann, du Olim, wenn du ein Mädchen bist und mich beleidigst. Walla, wo gibt's sowas? Die Jungs kamen auch und machten Faxen im Wasser. Ich sprang auf Kali seinen Rücken, versuchte ihn runterzudrücken, was nicht klappte. Was versuchst du da? Hahaha. Boah, dich runterzudrücken. Ach so, das. Kali drückte mich runter, aber ließ mich dann wieder hoch, da er nicht wollte, dass mir die Luft ausgeht. Junge, ich hätte dich auch weiter lassen, dort lassen können. Ich rollte meine Augen. Kali zog mich näher zu ihm und grinste mich an. Grinst nicht so. Was wenn? Er wurde unterbrochen. Ananissikim, geht zur Villa in euer Zimmer oder so. Kenan. Kali sagt, würde ich gerne. Guest, halt deine Fresse, bring mich dazu. Tez. Wir blieben eine Weile im Wasser, doch ich wollte mich sonnen gehen, weshalb ich raus aus dem Meer ging und mich auf eine legte. Bla bla bla. Kali kam nach einer Zeit neben mich, lass ein Bild machen. Kali, tamam. Gefährlich. Übelst gefährlich. Ani, ihr liebt euch. Walla, stellt euch einfach vor, am Strand im Bikini und so, Alter, hab nichts Passendes gefunden. Ich poste in meine Story und markierte Kali drauf. Every post ist mit Herz. Ich liebe dich, Walla. Ich liebe dich auch, Kali. Ich lächelte ihn an, legte meinen Kopf auf seine Schulter. Nachdem ihr am Strand wart, gingen wir alle zurück zur Villa. Ich ging mit Kali hoch ins Zimmer. Ich gehe zuerst duschen. Kali! Wir können auch zusammen duschen. Dabei grinste er. Nö, können wir nicht. Kali, und warum nicht? Ich sage, warum nicht? Ich zuckte meine Schulter, ging direkt ins Bad und schloss ab. Ich ging dann duschen und bemerkte danach, dass ich vergessen hatte, meine Sachen mitzunehmen und bindete mein Handtuch um mich. Kannst du mir Kleidung geben? Ich liege gerade so schön. Ich rollte meine Augen, ging zum Schrank und nahm Sachen raus. Das merke ich mir. Wieso denn, Jani, mir gefällt es. Oh mein Gott, Cass. Kali packte aggressiv meine Hände und ziehte mich mit in sein Zimmer. Mm. Da befand sich niemand. Mm. Es waren nur noch ich und Kali allein. Mm. Kali schmeißte mich ins Bett. Okay. Schmiss mich ins Bett. Er zog sein Shirt aus und kam näher an mich ran. Mm. Er nahm meine Hand und hielt es zwischen seiner Brust. Was? Dabei ging er langsam immer weiter runter mit meiner Hand. Er zwingte mich, seine Hose aufzumachen. Ich öffnete es und glaubte meinen Augen nicht. Ich sah Kalis Amy. Ich glaubte mal. Oha, was schreibt die da? Ich sah Kalis. Ich war hilflos. Kali nahm meine Hand und fang es.
Kali, gehört dir? Was? Ey, warte mal, oh mein Gott! Versuch das mal verständlich vorzunehmen. Okay, ey, mir wird übelst warm gerade. Die hören uns nur, die sehen das nicht. Mir wird übelst warm gerade. Was laberst du? Lies das mal so, dass man das versteht. Ich sag Kalis, hä? Ich war hilflos, Kali nahm meine Hand und fing an, es mit meiner Hand an, weiß schon. Anzupassen. Okay. Kali sagt, gefällt dir, warm? Und dabei grinst er. Ich wollte meine Hand von da wegnehmen, doch Kali war einfach nur zu stark. Es ging 2 Minuten lang so weiter, bis Kali entschloss, mein Shirt runterzuziehen. Ey, Walla, was laberst du mir? Ey, das war unangenehm. Ich saß auf seinem Bett oberkörperfrei, ich versuchte es zu bedecken mit meinen Händen, doch das ging nicht so einfach, weil Kali meine Hand nur an dieser eine Stelle hielt. Ich hörte hinter der Tür ein Laufen. Es war Skandal, seine Stimme. Ich schrie Hilfe, doch Kali hielt mir den Mund zu. Wow. Abo! Ey, ihr habt ja aus mir gemacht. Hört auf damit. Oh, Distanz. Dicke Distanz, Bro. Bitte. Plötzlich hört ich ein starkes Klopfen, es war Skandal. Skandi. Leila, bist du hier drinnen? Wo steckst du? Ich hab laut Hilf mir geschrien, doch Kali packt. Ach du Scheiße, Alter. Ey, Bruder! Halt's Maul. Ey, Bruder! Ich hab laut Hilf mir geschrien. Ey, zum Glück ist das Fullscreen. Ey, Leute, ich schwöre, ich fang an zu schwitzen. Mir wird doch Kali packte sein in meinen Mund rein, so dass ich nicht mehr reden konnte. Skandi, Leila, bist du hier? Ich hab dich gehört. Ey, warte. Skandal hat versucht, die Tür zu öffnen, doch es ging nicht. Er hat Azu nach Hilfe gefragt, weil Azu der Zimmerpartner von Kali ist. Azu nahm den Schlüssel und öffnete die Tür. Als Skandal und Azu sahen, was drin abging mit Kali und Leila, konnte keiner mehr Skandal und Azu aufhalten. Skandal hat direkt Leila geholfen. Er hat sie aggressiv von Kali weggezogen. Er hat seinen Arm um Leila gemacht und ist mit ihr zurück ins Zimmer gegangen. Er gab Leila ihr schwarzes Shirt zurück. Skandal war so aggressiv und so wütend, er hatte nur noch ein Ziel, Kali zu hauen. Skandal sagte zu Leila, bleib hier, ich komme gleich, ich muss noch kurz was erledigen. Er wischte die Tränen von Leilas Auge weg und rannte ins Zimmer von Kali. Kali hatte schon ein blaues Auge von Azu gekriegt. Doch das war nicht genug für Skandal. Skandal nahm seine Hand und boxte richtig stark gegen Kalis Nase. Kali lag auf dem Boden hilflos. Sah ungefähr so aus, Leute. Kali lag auf dem Boden hilflos. Wo ist das? Doch das war immer noch nicht genug für Skandal. Skandal gab ihm Kicks ins Gesicht und ins Bauch, bis andere Leute kamen und versuchten, Skandal von Kali zu entfernen. Skandal wurde so rot vor Aggression, es ging nur eine Frage durch seinen Kopf. Wie konnte ich Leila nicht beschützen? Ich wollte sie mit meinem Leben beschützen. Skandal rannte von dem Raum raus und ging zu Leila. Leila saß auf dem Bett und starrte in die Leere. Sie war schwach wegen der ganzen Sache mit Kali. Sie konnte sich kaum noch bewegen. Sie hatte blaue Flecken überall im Körper. Ey, Bruder, was ist das? Skandal saß sich neben Leila hin. Er schaute sie an und sagt, Leila, ich schwöre auf alles, dass dir sowas nie wieder mehr passieren wird. Leila sagte, es ist alles gut mit Tränen in den Augen. Fortsetzung folgt, Habibis. Ey, was laberst du am Männerkönig? Zum Glück ist das nur frei erfunden. Boah, aber Bro, das ist einer zu viel. Ey, Bruder, du bist voll warm geworden und so auf einmal. Was macht ihr da für Fantasien, Bruder, ja? Bruder, was für und so. Ich rap darüber doch nur, Bruder. Ich bin doch ein echt, das heißt alles nur eine Lüge, Bruder. Ich bin doch ein Rapper. Leute, Spaß beiseite, ich bin ein offener Mensch und so, ne? Aber Walla, das war kurz einer zu viel. Vor allem sowas zu lesen. Ey, Bruder, das habe ich zum Beispiel gar nicht, ne? Ich hatte nur so ein paar Screenshots von dieser anderen Story gesehen gehabt, wo ich so auch ein paar Seiten gelesen hatte, minimal so ein paar Sachen. Auch dachte ich mir so, okay, lustig und so. So auch meine Sprache auf jeden Fall, die ich auch verwende, Bruder, wo ich dann dachte, Alter, Walla, korrupt und so, wie und so. Einfach so rede ich wirklich und so, weißt du? Man müsste dich kennen. Bruder, das habe ich mir Sorgen gemacht, kurz sag ich mir allen, wer muss dieser verrückte Maniac sein? Aber dann dachte ich mir natürlich, das kann ja kein verrückter Maniac sein, weil ich habe mit solchen Menschen natürlich nichts am Hut. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt, Leute. Ich bin eine weiße Seele. High five, oder? Go, was das steht. So sieht's aus. Karl, ich will deinen Arsch knutschen. Meldosama, ruf mich an, kein Problem. Nein, wir distanzieren uns natürlich hier. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst Bescheid, das war meine Wattpad-Story. Der das geschrieben hat, sucht die Hilfe. Bitte, sucht dir einfach Hilfe. Lasst mich in Frieden. Ich muss mir schon Sorgen machen irgendwie. Aber ich küsse eure Augen, Leute. Checkt ab. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert, liked. Check Kalia. Checkt mich ab, aktiviert die Glocke. Streamt, lauf, streamt. Alles, was noch kommen wird, abonniert mich auch auf YouTube. Ich küsse eure Augen. Ich wollte was Ersche sagen. Ciao!